Die Grand Arena Meisterschaft nähert sich dem Ende. Es sind nur noch zwei süße kleine Kämpfe hier in Division 5. Kaiba ist sehr weit weg, aber vielleicht noch erreichbar. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Galaxy of Heroes mit der Grand Arena. Ja, heute muss es leider etwas zügiger gehen. Wir haben es jetzt schon 4 Uhr nachts. Ich kann leider Gottes nicht früher, konnte ich früher nichts machen. Deswegen muss es jetzt warten. Wir legen gleich los mit der Action. Kaiba ist definitiv extrem weit weg. Aber es ist noch möglich, Kaiba zu erreichen, aber... Wir werden sehen. Also, Randall McPherson ist mein Gegner. Er hat die Geonosianer und er hat 2 auf Reliktstufe. Aber dafür so gut wie niemanden auf Ausrüstungsstufe 12. Das ist natürlich sehr interessant. Okay, wenn er natürlich, das muss man dazu sagen, wenn er natürlich hier diese beiden in die Verteidigung gesetzt hat, habe ich verloren. Das ist sicher. Und wie ihr seht, im ersten Kampf habe ich einen Sieg errungen und das ist, hat mich schon sehr, sehr gefreut, denn er hat natürlich auch einen Full Clear gemacht, aber ich habe mit 4 Punkten Unterschied gewonnen. 4 Punkte. Aber man darf sich nicht ausruhen auf seinem Erfolg, sondern weitermachen. Es geht weiter. Also, mein Gegner hat nichts gemacht bis jetzt. Und das heißt, wir fangen jetzt an. Also, er hat natürlich jetzt hier. Hier machen wir natürlich jetzt hat Jedi Training Ray. Das heißt, das Widerstandsteam. Klassiker, wie immer. Los geht's. Okay. So, jetzt machen wir das hier weg. Jawohl. Dann schauen wir mal. Ja, ich weiß, den hätte ich nicht einsetzen sollen. Riesenfehler. Das könnte mir den Sieg gekostet haben. So, der erste ist raus. So, jetzt wieder weg. Jawohl. So, Nummer 2 ist raus. Okay, jetzt gehen wir gleich mal. Nummer 3 ist raus. So. Wow, super klasse. So, jetzt nehmen wir ihm das hier weg. Dann tun wir ein bisschen wieder aufbauen. Ja, ich sage ja, Viererkampf hätte es auch gedacht. Ich wollte es aber genau machen. Das hat mir Punkte gekostet. Verdammt viele Punkte. 5 Punkte. Verdammte Tat. Oh. Okay. So. Also, jetzt haben wir natürlich auch hier... Oben. Wir haben natürlich jetzt auch, das ist natürlich ein extrem schwieriges Unterfangen, was auf mich wartet, weil ich habe natürlich oben jetzt die Kopfgeldjäger noch, auch mit 2 Setas, 3 Setas bereits, das ist schon extrem heftig und ich habe natürlich hier an dieser Stelle, ich muss dieses Team, weil das Interessante ist, er hat
Kanan einen Zeta verpasst. Kanan hat einen Zeta verpasst. Aber ich setze meine meine Genosiana. Obwohl. Nein. Nein. Ich mach's ganz anders. Nein. Ich setze die Genosiana gegen die Kopfgeldjäger. Das sollte normalerweise, wenn ich mich jetzt wirklich nicht täusche, sollte es definitiv funktionieren. Also, ich habe zwar schon, ja, also, wie gesagt, es würde mich, das sollte normalerweise funktionieren. Weil dann kann ich nämlich auch ohne Probleme das Palpatine-Team unten mit einsetzen. Das habe ich ja total vergessen. Ich habe das total vergessen, weil ich setze es in diesem Fall, weil ich ja noch ein starkes Angriffsteam brauche, nicht in die Verteidigung, obwohl es vielleicht nicht so verkehrt wäre. So, okay, gehen wir voll mal. So, schauen wir mal, ob es jetzt funktioniert. Eieiei, der ist extrem zäh. Aber jetzt ist er raus. Sehr gut. Jetzt tun wir das zweite Zeta rausnehmen. Genau. Die Granaten machen mir nichts. So, sehr gut. Jetzt nehmen wir IG-88. Das sollte eigentlich mit einem schnellen Schlag erledigt sein. Jetzt tun wir uns befreien, heilen und so weiter. Und schon haben wir alles wieder auf. Jetzt kann er nichts mehr tun. Jawohl. Und blenden. Ja, das hat natürlich nicht funktioniert, aber das macht nichts. Und die Geonosianer haben den Sieg wunderbar nach Hause geholt. Ja, ja, ja. Sehr gut. Oh, ist das schön. Ist das schön. Ich hab die Geonosianer total vergessen. Jetzt kann ich hier Palpatine benutzen. Ah, das ist schön. Das ist schön. Ich habe mir dann auch überlegt, ob ich gegen das Phoenix-Team mit Separatisten antrete. Klappt auch. Habe ich im Let's Play oft genug bewiesen, dass das auch wunderbar klappt. Gegen Phoenix. Weil ich habe am Anfang, besser nicht am Anfang, sondern ja doch, habe ich auch Phoenix-Team, wo es das Hypertraspanner noch nicht gegeben hat, habe ich dann komplett immer mit meinem Separatisten-Team, habe ich das Phoenix-Team platt gemacht. Mit Newt Gunray, mit Dooku und so weiter und so fort. So. Genau. Ne. Soll ich ihn mit einsetzen? Ja, ich auf jeden Fall. Okay, los geht's. Dann habe ich auf jeden Fall noch ein gutes Team auf Reserve für das letzte Team. Wenn es natürlich... So. Einmal. So. Dann wollen wir mal ein bisschen... wo hat er den Mais? Es sind überall nur drei. Ah, hier sind vier Stacks drauf. Ja, mal sehen, was das Schwertchen macht. Wunderbar. Wunderbar. So will ich das haben. Einmal. Oh, der hat den schon fast komplett zerlegt. So, dann zerlegen wir sie. Eieieiei, das war jetzt nicht nett. So. Nö, brauchen wir nicht.
Das geht auch so. So, jetzt tun wir sie. Jetzt fraktionieren wir ihn hier. Habe ich es jetzt mal geschafft. Das ist doch mal eine Schlagzahl. 160.000. Schwierig. Er hat seine Separatisten eingesetzt. Okay. Schwierig. Verdammt harte Nummer. Halt, nee. Das ist natürlich jetzt schon eine ganz andere Hauszahl. Das ist jetzt schon... Uiuiui, das ist heftig. Das ist extrem heftig. Aber ich muss die Genosiana muss ich mit meinem, machen wir erstmal die hier. So. Das ist die Frage. Ich brauche, glaube ich, Yoda für das untere Team. Muss ich das Team einsetzen? So. Das ist jetzt wieder mal ein Glücksspiel, wie immer. So. Okay. Weil das nützt mir nämlich alles überhaupt noch. So, jetzt hat... Sehr gut. Hat er befreit, natürlich. Aha. Jawohl, das ist ja mal, hat ja mal richtig gut funktioniert. Und jetzt gleich den Spion rausnehmen. Dieses Mal haben sich die Stacks wunderbar aufgebaut. Das hat mal richtig gut funktioniert. Weil beim letzten Mal haben sich die Stacks definitiv nicht so gut aufgebaut. Dieses Mal hat es geklappt. Weil ich mehrere auf die Normalangriffe gesetzt habe. Dadurch hat es wunderbar funktioniert. Sehr gut. Oh, gut, 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 gut. So, jetzt kann ich mich auf die
Separatisten kümmern. Jetzt kann ich mich um die Separatisten kümmern. Also, wir nehmen auf jeden Fall diese drei. Han Solo mit dazu. Okay. Also, jetzt schauen wir mal. Moment. Dann. Jawohl. Und weg. So, jetzt schicken wir Yoda. Jawohl. Und weg. Ei, ei. So. Und weg. Jetzt kommt er mit seinem Gegenschlag. Der ist in Ordnung. Jetzt. Ah, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ei, 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 jetzt habe ich nicht aufgepasst. So, jetzt erledigen wir schnell mal. Jetzt müssen wir schnell ein paar Buffs verteilen. Einmal, zweimal erst raus und weg mit dem. 59 Punkte, das ist eine Hauszahl, mit der ich was anfangen kann. Wunderbar. Dadurch, weil keine Setas drauf liegen, war das jetzt doch ein etwas einfacher Kampf. Sehr interessant, was der da gesetzt hat. Er hat rein auf Tanks. Das sollten meine Geos aber sowas von easy peasy wegballern. Das sollte er, glaube ich, nicht mal die erste Runde überstehen. Muss aber sofort den Bomber, den imperialen TIE-Bomber, erledigen. So. Nee, den hier. Das Maul. Ja, zwei blockiert. Dann kann ich das Maul weghauen. Sehr gut. So, dann hauen wir gleich den weg. Jawohl. Und. Okay. Also, dass man so 1567 Punkte, das ist doch die gleiche Zahl wie beim letzten Mal, oder? Full clear. Oh, ich habe vergessen, das hier rauszunehmen. Heiderdaus. Heiderdaus. 1567, oder? Genau. So, dann wollen wir mal schauen, ob das langt. Also, er hat definitiv noch die Schwestern der Nacht auf Reliktstufe. Aber ein gutes Team langt ihn nicht. Ein gutes Team langt ihn nicht. Der wird schon ein bisschen mehrer brauchen. Weil er hat die Geos in die Verteidigung gesetzt und er hat dann nämlich nur noch die Separatisten. Er hat Evox, er hat Jedi Turing Grey, Padme, er hat Jedis. Kopfgeldjäger in die Verteidigung gesetzt. Er hat Kylo Ren in die Verteidigung gesetzt. Also er kann auf jeden Fall durchkommen. Ist nur die Frage, wie gut. Also, er könnte Probleme kriegen. Er könnte Probleme kriegen. Naja, wir werden sehen. Wir werden sehen. So, Leute, jetzt gehen wir einen Schritt zurück. Wir haben einen weiteren Erfolg. Was bist denn du? Ah, sehr schön. Damit haben wir diesen Erfolg auch abgeschlossen. Und jetzt muss ich nur noch einen. Kenne deinen großen Feind. Und ich muss nur noch zwei. Dann habe ich diese zwei Erfolge auch abgeschlossen. Das ist schon mal, das schaut doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus. So. Also Leute, das war jetzt Division 5. Ob da ein Sieg rauskommt, weiß ich ehrlich nicht. Das ist jetzt natürlich immer noch die Frage, aber das werden wir spätestens im nächsten Kampf mal, werden wir drüber nachdenken. Also dann, wir sehen uns dann. Bis dann.
Herzlich willkommen hier in Division 3. Jetzt geht's weiter in der Grand Arena Meisterschaft Runde 2. Ja, mein Gegner ist der gute Beaker. Ich habe leider Gottes hier eine Niederlage erlitten. Meine zweite in dieser... da habe ich mich echt schon ein bisschen aufgeregt. Aber wie ihr seht, denkbar knapp. Mein Gegner hat mit 1746 Punkten gegen 1751 etwas besser gespielt und dadurch war natürlich die Niederlage berechtigt. Naja. Olla die Waldfee, mein Gegner hat angegriffen. Hey, der hat aus. Das schaut doch gut aus. Das schaut gut aus. Erst hat mein Genosianern wieder mal gescheitert. Wieder mal ist jemand an meinen Genosianern gescheitert. Ah, ist das schön. Er hat einen Kampf gemacht. Er hat sogar einen Kampf gemacht. Sehr gut. Jetzt schauen wir mal, wie die restlichen Kämpfe ausgegangen sind. Jetzt bin ich mal neugierig. 1-1, das ist okay. Das kann, damit kann ich leben. Mein Phoenix-Team. Er ist an meinem Phoenix-Team gescheitert. Sehr gut. Also habe ich einen Kampf frei. Das schaut doch gut aus. Also, was hat er denn jetzt gesetzt? Beaker habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Also, Beaker hat... Habe ich euch noch gar nicht gezeigt, sagen wir es mal so. Wie ihr seht, keine Gear 13, aber viele Gear 12. Verdammt viele Gear 12. Also er wird ein komplettes Gear 12 in die Verteidigung gesetzt haben. Somit muss ich ein bisschen vorsichtiger gehen. Also, ich werde auf jeden Fall mein Jedi Training Ray aufbewahren für dieses Team hier. Meine Empress Nest ist nicht stark genug. Das muss ich jetzt mal ganz klar sagen. Komplettes Gear 12 Evok Team? Nein. Das. Ich hab meine Empress Nest erst heute auf mit dem siebten Stern verpasst. Das heißt, wir müssen ein bisschen vorsichtiger agieren. Vor allem hinten kann natürlich auch noch ein Ei sitzen. Vor allem die Genosianer. Ich rechne mit den Genosianern, definitiv. Boah. Vorhin habe ich Schnupfen ohne Ende. Und ich habe einen Brand. Okay. Also. Also muss ich ein Team auf jeden Fall auf Reserve halten. Nämlich... Mein Jedi-Team. Mein Jedi-Team muss ich auf Reserve halten. Also, fangen wir an. Das Team. Also, wir haben Jedi Training Ray oben auf jeden Fall. Also, man muss dazu sagen, die Verteidigung ist natürlich jetzt definitiv nicht von schlechten Eltern. Das muss man mal ganz klar sagen. Ich habe definitiv nicht genug Charaktere. Ich habe zwar mein Das Revan-Team. Ich habe ein Jedi-Team. Ich habe Padme. Ich habe Jedi Training Ray. Also gut, dann machen wir folgendermaßen. Folgenden Plan. Hier setzen wir auf mein Padme-Team. Da werde ich wahrscheinlich keine andere Möglichkeit haben. Ja, General Kenobi ist leider jetzt noch Stufe 11. Später dann ist er auch auf Stufe 12. Ich habe ihn jetzt auch schon auf Ausrüstungsstufe 12 gebracht. Nur meine Ahsoka ist jetzt immer noch nicht auf Ausrüstungsstufe 12, so wie sie eigentlich sein sollte. Aber trotzdem glaube ich, dass dieses Team trotzdem... klappen wird. Wie gesagt, einen Fail kann ich mir erlauben, aber ich will kein Fail. So, okay. Dann als erstes Zack. Jawohl. Genau.
der erste. Der zweite. Jawohl, jetzt haben wir sie schon langsamer. Den Zombie schon langsamer und jetzt will ich ihn endgültig rausnehmen. Jetzt komm. So, jetzt ist er auf dem Niveau, wie ich ihn haben will. So, Old Dhaka. So, jetzt schützen wir uns wieder. Oh, so, und jetzt Old Dhaka raus mit dir. Sehr gut. So, der nächste Kandidat ist die Mutter Talsin. Weg mit dir. Und zum Schluss natürlich Ventress, weil die kann mir echt noch ein bisschen Probleme bereiten. Jetzt. So. Wunderbare 56 Punkte. Erster Sieg safe. Gut. Das ist natürlich jetzt auch wieder ein sehr, wenn ich jetzt, ich muss natürlich mit meinem Palpatine-Team agieren, ganz klar. Aber es ist natürlich ein verdammt großes Risiko. Das ist natürlich jetzt, weil ich nur mit 2 Gear 12 gegen 5 Gear 12 voll seht da alles Mögliche. Das ist ein extrem großes Risiko. So. Okay. Jawohl, so. Und jetzt schauen wir mal, wie viele davon rüberwachsen. Zu wenig. So, der kriegt jetzt erstmal einen Fracture in die Knauze. So. Gut. So, jetzt betäuben. Wie viele? Alle, sehr gut. Kendra's Order sofort rausnehmen, weil der kann mir richtig noch eine, richtig Probleme bereiten. Und jetzt sofort Mission Veo auch weg. So, Vader. Jawohl. Und jetzt zum Schluss. Das ist eine Hauszahl, mit der ich leben kann. Das ist in Ordnung. So, jetzt nochmal ein Fracture. So. Schauen wir mal, ob es langt. Langt nicht, aber das macht nichts. So. Betäubt, sehr gut. Volle 60 Punkte. Das ist schon mal eine gute. Das ist. Also mit einem relativ schwächlicheren Team, aber trotzdem wunderbar besiegt. Also sehr gut. So. Okay. Na gut. Alles klar. Ich wusste ja, dass es schwierig wird. Ich wusste von Anfang an, dass es schwierig wird. Also, machen wir jetzt.
Okay. Hey, 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 mach mir keinen Stress, Leute. Mach mir keinen Stress, das geht nicht. Das mag ich nicht. So, als erstes hier so. Dann ein paar Buffs verteilen und sofort Brut Alpha fixieren. So, jetzt greifen wir gemeinsam an. Wir schicken hier. So, das war's. Okay, 59 Punkte wegen diesem einen verdammten Angriff. So, bevor ich mich auf das Partner-Team konzentriere, werde ich erstmal anders ihn angreifen. Und zwar, das machen wir jetzt natürlich mit meinem Jedi-Training Ray. Ganz klar, muss, Pflicht, Pflicht. Yo, das klappt, das kriegen wir hin. Das klappt wunderbar. Hahaha. Und zwar ohne, dass ich jetzt ein großes Risiko eingehen muss. Das klappt doch wunderbar. So, jetzt brauche ich nur noch... Wo ist sie? Sie? Und los geht's. Das kriegen wir doch wunderbar hin. Und ich bin gesagt, ich muss nicht mal ein großes Risiko eingehen. So, einmal, zweimal, das hat wunderbar funktioniert. Boba Fett, du bist mein erster Kandidat. So, Moment. Ihn will ich betäuben, das hat wunderbar funktioniert. Und jetzt hat greif... So. So, Moment, dem nehmen wir die Zugleiste und jetzt will ich ihn weghaben. Das ist zu wenig. Weg. Yay, warum? Ah, nee. So, jetzt komm. So, jetzt ist er endlich raus. So, Illumini Destiny. So. Jetzt komm. Jetzt ist sie fällig. Sehr gut. So, passt. So, jetzt kann ich Borsk endlich erledigen. So, zweites Mal Illumini Destiny. So, und jetzt auf den guten alten Dengar. Los, Feuer frei. Gut. Ich bin jetzt etwas nervös geworden. So, Commander Luke. Mein Commander Luke-Team. Los geht's. Da hinten. So, jetzt erstmal eine schöne Verbrennung, damit sie sich alle schön was auf die Nase kriegen. So, jetzt erstmal der raus. So, zack. Zack. So. So, jetzt hat er einen Boom. Zwei erledigt. Der dritte folgt jetzt im... Jawohl. 60, 61. Sehr gut. Da bin ich ja mal wieder gut durchgekommen. So, was haben wir jetzt hier? Die Geos.
Digios. Das ist schon mal eine schöne. Digios, ja, das sind gut. Sehr gut. So, also, hau uns zu's. Ich setze jetzt dann auf meine Negotiator. So. Einmal. Zweimal. Und. Nein, auf meinen Tank. So. Los geht's. Okay, dann sofort auf Sandfack. Jawohl. So, jetzt sofort tanken. Passt. Jawohl. So, und jetzt hat... Alle verwirrt. Perfekt. So, jetzt können sie ihre Stärke gar nicht einsetzen und ich kann sie platt machen. Eine nach den anderen. So. Ich mach das hier. Ja, noch... Genau, so wollte ich es haben. So. Gut. Dann schützen wir uns mal ein bisschen. Jetzt ist er... Dann holen wir jetzt nochmal einen Tank rein. Jawohl. So, jetzt machen wir das hier. Sehr gut. Und. Jawohl. Jawohl. Was kommt jetzt? Ahsoka macht mir gar nichts. Weil die Ahsoka haben wir jetzt schon rausgenommen. Und boom. Die Negotiator. Auch wenn sie definitiv, weil die Piloten noch nicht stark genug sind, noch nicht viable ist. Aber läuft, sage ich euch. Mit der Negotiator klappt das Ganze schon mal recht ordentlich. Und ich habe schon gewonnen. Ja, ja, so ist das schön. Das heißt, er müsste die Genosianer besiegen. Aber ich habe jetzt schon einen richtig... Und ich habe jetzt hier noch mein Jedi-Revan-Team. Mein Das-Revan-Team. Und das werden wir jetzt halt richtig schön einsetzen. Meine... So, also. Boom. Und weg. Das ging schnell. Das war mal wieder ein Overkill und ein richtig schönes Full Clear. Der zweite heute. 1745, also sogar einen Punkt schlechter, aber mein Gegner kann nicht mehr gewinnen. Das ist vorbei. Weil er hat einen Fail, er hat zwei Fails und ich habe gar keinen Fail. Ich habe sie alle in einem Rutsch geschafft. Sehr gut. Richtig genial. So, und willkommen bei auf Kaiba. Das wird, so, die zwei machen. Leider kann ich es, Moment, gehen wir da rein. Oh, boah ey, es fehlen noch 400 Punkte, 400. Trupparena gibt nur 160. Flotten, naja, das bringt mir nichts. Nee, Leute, sorry. Leider Gottes können wir nicht gemeinsam zu Kaiba werden. Aber ich werde hier definitiv Kaiba erreichen.
Selbst wenn ich jetzt in der letzten Runde noch eine Niederlage erleide, Kaiba ist definitiv safe. Und das ist schon mal ein sehr gutes Ergebnis. Mit 2 Niederlagen bin ich in Division 3 in Kaiba gerutscht. Das freut mich sehr gut. Also der mittlere Account ist eigentlich ein sehr erfolgreicher. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Bei der Grand Arena läuft's hier. Läuft's. Da komm ich relativ gut durch. Wenn ich natürlich jetzt in Division 1 bin, schaut die Situation anders aus. Und zu Division 1 kommen wir jetzt. Also, sehen wir uns gleich. Herzlich willkommen hier in Division 1 zu den Abschlusskämpfen heute im sogenannten Halbfinale der Grand Arena Meisterschaft. Ja. Kaiba ist auch hier möglich, mal sehen. Ich muss eigentlich beide Kämpfe gewinnen. Theoretisch gesehen. Ansonsten könnte es nur mit viel Glück funktionieren. Also, wenn ich im letzten durchkomme mit dem Full Clear, habe ich 1900 Punkte. Das heißt, wir haben 32.100. Ich habe jetzt schon gesetzt, das heißt, es kommen jetzt maximal noch 1200 Punkte dazu. Wenn ich einen Sieg gewinne und 2 Full Clears mache, könnte ich sogar Kaiba noch erreichen. Das wäre mal ein Erfolg in Division 1, weil das in Division 1 erreiche ich Kaiba eher selten. So, ups, falsch. Moment. So. Ich habe nur nebenbei noch was gestartet. Also, Saman ist mein Gegner. Er hat das Team. Also hat er definitiv auch, wie ihr seht, General Anakin Skywalker. So. Mein letztes Mal, zeige ich euch gleich, habe ich einen Sieg gegen Nazgul. Jetzt gehen wir mal rein. Nazgul hat mit 1892 Punkten hat einen Fail sich erlaubt. Und zwar, ich muss dazu eine kleine Geschichte erzählen. Weil ich das jetzt ein bisschen ausholen muss. Ihr seht, ich habe 1909 Punkte. Das habe ich live verfolgt. Das war abends um 8 Uhr. Ich hatte das Glück, dass ich mein Handy nebenbei laufen lassen konnte in der Arbeit. Da hatte ich das Glück, dass es da keine Schwierigkeiten gegeben hat. Somit habe ich dann gesehen, wie der gute Nazgul hier als erstes dieses Feld hier freigeräumt hat. Dann hat er dieses Feld hier komplett freigeräumt. Dann zum Schluss hat er als nächstes, dann hat er als erstes meinen General Skywalker platt gemacht und dann hat er dieses Feld geräumt. So. Endergebnis war 1851 Punkte. Ich habe mich schon gefreut. Super. Also ich habe diese 180 Banner schon mit dazu gerechnet. Ich habe ja alles mit dem Taschenrechner gerechnet und so weiter und so fort. Und dann kam ich auf 1851 Punkte. Und ich habe mich gefreut. Yeah! Und da habe ich gesagt, oh scheiße, ich habe mich verrechnet. Er kann ja bis zu 60 Banner bekommen. Er kann ja bis zu 64 Banner bekommen. Das heißt, er kann definitiv noch sich einen Sieg holen. Ja. Er muss allerdings mit 58 Punkten gewinnen. Also 58 Punkte ist Pflicht, damit er die gleiche Punktzahl erreicht wie ich. Dann hätte er gewonnen, weil er hat eine größere GM als ich. Und wie ihr seht, er hat sich einen Fail erlaubt. Genau gegen dieses Team. Ich vermute mal, er wollte es besonders machen und hat das Team unterschätzt. Mit einem zu kleinen Trupp hat er das gemacht, vermute ich jetzt einfach mal, und hat dadurch sein ganzes Ding versemmelt. Und dadurch habe ich gewonnen. Mich hat es gewundert, ich warte eine Minute, ich warte 2 Minuten, ich warte 3 Minuten, 4 und nach 5 Minuten war der Kampf durch. Und am Ende stand noch mein Kylo Ren.
dann hat er ihn natürlich noch ganz schnell weggeballert. Ganz schnell weggeballert. Aber, wie gesagt, das musste ich jetzt, das wollte ich euch noch schnell erzählen. Also, dann schauen wir uns mal an den guten Saman und wie ihr seht, der ist schon recht gut bestückt. Mit einem Darsrevan, mit einer Reliktstufe 7 Malak, mit Reliktstufe 7 Palpatine, Reliktstufe 7 Kylo Ren, Reliktstufe 7 Padme, Reliktstufe 6 General Grievous. Oh mein Gott. Das wird auf jeden Fall eine extreme Herausforderung. Schauen wir mal. Also, was hat er denn gesetzt? Also, er hat schon mal seinen General Skywalker in die Verteidigung gesetzt. Okay. Hier hat er auch sehr interessant. Sehr interessant. Okay. Dann hat er hier Also, der gute Saman. Ich muss natürlich jetzt hier an dieser Stelle meine Jedi Training Ray gegen sein Team einsetzen. Das ist ganz klar. Hier Commander Luke. Das wird auf jeden Fall funktionieren. Mein Padme-Team hier. Aber das hier könnte wahrscheinlich relativ leicht sein, weil sein Schwester in der Nacht-Team hat nicht mal Ausrüstungsstufe 10. Das heißt, der wird sich nicht opfern. Das ist schon mal nicht schlecht. So. Nachdem Commander Luke raus ist. Genau, dann machen wir es jetzt folgendermaßen. Jetzt werden wir erstmal hier meine Geonosianer einsetzen. Ich werde meine Geos gegen seine Kopfgeldjäger. Da ist natürlich Embo dabei, der ist natürlich auch wieder so eine Sache für sich, Embo. Aber trotzdem glaube ich, dass die Geonosianer mit seinen Dingsbums da eigentlich kurzen Prozess machen mit seinen Kopfgeldjägern. Ja, ja, der ist natürlich jetzt relativ schnell. So, das macht aber nichts. So, und jetzt müsste man gleich eigentlich weghauen. So. So, jetzt befreien wir uns von sämtlichen Debuffs und hauen wir gleich mal Embo aus den Socken. So gefällt mir das. So, jetzt machen wir einen auf. Oh, 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 dann tun wir den schnell erledigen. Jawohl, das schaut doch schon mal nicht schlecht aus. Dann heilen wir uns mal ein bisschen. Den tun wir auch. Der ist raus. Cat Bane ist raus. Und zum Schluss natürlich Boba Fett. Das hat jetzt sehr gut funktioniert. 60 Punkte. Die Geonosianer sind echt ein Wucht-Team. Und es ist auch inzwischen gar nicht mal so schlecht, wenn ich die in die Verteidigung, in den Angriff setze. Nicht in die Verteidigung, weil in der heutigen Zeit, in Division 1, kannst du damit rechnen, dass jeder Treya hat. Und Treya ist das Konterteam ohne Ende. Und damit man nicht eventuell Punkte schenkt, muss man definitiv anders agieren. So, jetzt setze ich natürlich auf das übliche Team. Mein Imperium-Team. Und los geht's. Hätte ich aber auch übrig lassen können für das Team mit den Schwestern der Nacht. Aber trotzdem. So, also. So. Wir müssen natürlich jetzt auch wieder sehr vorsichtig agieren. Wir brauchen einmal. Wir haben
Dann. Jawohl. Jawohl. Okay. So, jetzt gibt's da einen auf die Nose. So, jetzt wollen wir hier. Wen können wir alles betäuben? Fast alle. Das ist schon mal nicht schlecht. So, der erste ist raus. Und jetzt will ich sofort sie erledigen. Sehr gut. Jetzt will ich wieder ein bisschen Schutz aufbauen. Sehr gut. So, Fracture kriegt er. Sie ist auch betäubt. Sehr gut. Jetzt haben wir da 12. So, Fracture hat er. Schauen wir mal. Jetzt gehen wir hier. So, einmal. Jetzt hat er 13. Sehr gut. Zweimal 60 Punkte, das ist schon mal ein guter Anfang. Keinen Fehlpunkt. So. Ah, jetzt hätte ich auch hier für die Geonosianer hätte ich brauchen können. Die hätte ich auch mit diesem Team. Das habe ich aber beim letzten Mal gemerkt, dass die Geonosianer gegen dieses Team hier absolute Spitze sind. So, absolute Spitze ist natürlich Heiderdaus. Also, er hat alles, jetzt heißt es aber für mich, er hat alles in den Angriff gesteckt. Er hat wirklich alles in den Angriff gesteckt. Das heißt, ich muss jetzt richtig mit vielen Punkten, okay. Ich muss mit richtig guten Punkten agieren, weil er hat nämlich jetzt wirklich alles in die Verteidigung gesteckt. In den Angriff gesteckt, meine ich. Und das ist schon mal, das heißt, wir müssen jetzt vorsichtig agieren. Sehr vorsichtig. Also, jetzt muss ich noch überlegen. Okay. Also. Machen wir erstmal das Team hier platt. So, wen können wir noch mit einsetzen? Nee, der bringt mir da nichts. R2-D2. Und Open. Okay. Los geht's. Das heißt, ich muss jetzt richtig mit guten Punkten rauskommen. So. Also. Fives ist genau. So. Also, los geht's. Wow. So, der ist schon mal down. So, jetzt verstärken wir uns. So, jetzt gibt es erstmal eine Verbrennung für alle. So. So, dann. Das war jetzt definitiv ein Fail.
Aha. Das funktioniert nicht. Scheiße! Jetzt habe ich es verloren. Okay. Grand Arena ist durch. Ich habe gesagt, ich darf mir keinen Fail erlauben. Und prompt mache ich einen. Okay, dann werden wir erstmal anders agieren. Jedi Training Ray. Dann müssen wir auf andere Art das Ganze machen. Aber weil er wird sich definitiv keinen Fail erlauben. Also habe ich diesen Kampf verloren. Hei. Okay. So, warte mal. Nee. Doch. Okay. Naja, was soll's. Ich kann's nicht ändern. So. Moment, das... Okay. Moment, das nehmen wir ihm weg. So, damit er nicht mehr so... Eieiei, wieder daneben. So, dann erledigen wir jetzt halt schnell... So, jetzt hat Illumi Destiny. Und jetzt komm. So, der ist raus. Und jetzt können wir in Ruhe den Sturmtruppler der ersten Ordnung erledigen. Ich weiß schon, ich hätte beim ich habe da einen riesen Fehler gemacht. Ich habe jetzt mir den Kampf mit General Skywalker durch den Kopf gehen lassen. Ich hätte auf den Tod setzen müssen. Von Fives. Indem ich Rex als erstes angehe. Natürlich, Skywalker hätte natürlich dann auch, wäre auch gestärkt worden. Ah, schwierig. Schwieriges Thema auf jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall habe ich mir einen Fail erlaubt. Das heißt... Ich muss mein Das Revan-Team einsetzen. Mal sehen, ob das langt. So, wen können wir dann noch mit einsetzen? Ich habe nicht mehr viel da. Nicht mehr viel starke Truppen da. Puh.
Okay. Los geht's. Das ist doch zum Mäusemelken. So, der ist raus. Tja, was soll man jetzt dagegen sagen? Okay, jetzt habe ich nicht mehr viele Möglichkeiten. Jetzt muss ich, ich wollte es ursprünglich nicht, aber jetzt werde ich meine Treyer einsetzen. Gegen. So, jetzt saugen wir. So, jetzt einmal hier. Boom, alles wegnehmen. Jawohl. Jetzt greifen sie den an. Das ist gut. Dann isolieren wir. Wir schützen ihn etwas. So, jetzt machen wir uns unsichtbar. So, jetzt tun wir uns. Dann den. Okay. 57 Punkte. Wie gesagt, das ging, wäre definitiv auch besser. Okay. Dann haben wir natürlich jetzt das Team hier. Also, ich habe jetzt noch Jedi Revan. Ich habe Padme. Das ist natürlich jetzt ein Riesenproblem. Dieses Team hier platt zu kriegen. Weil ich habe natürlich jetzt noch den, ich habe jetzt hier noch zwei Teams. Wisst ihr was? Das machen wir. Das Team hier mache ich mit einem Dreier-Team. Mit Jedi Revan. Diesem Team hier. Genau. Das machen wir mit einem Dreier-Team. Er hat nur Ventress. Was anderes hat er nicht.
So, dann tun wir jetzt die alte Daka anvisieren. Dann ist die nämlich gleich raus. Jawohl. So, wir schicken Yoda vor. So, jetzt machen wir einen schönen AOE. Jawohl. Oh. So, 60 Punkte, wenigstens etwas. Okay, dann habe ich auf jeden Fall schon mal das Team rausgenommen. So, jetzt haben wir noch das Team übrig. So, warte mal. Also, was, ich habe jetzt noch das hier, was da ist. Also, wir machen dieses Team hier. Dieses Team. Diese fünf, da nehme ich ihn mit rein. Er passt zwar überhaupt nicht. Okay. So, wir schicken. Also er ist schon mal raus. Nein. Wir greifen gemeinsam an, jawohl. Dann schicken wir. Jawohl. Ja. Jawohl. Ja, passt. Wenigstens konnte ich das Team rausnehmen. Jetzt habe ich wenigstens mein Partner-Team noch übrig. Mein letzter Versuch für General Anakin Skywalker. Diesen lästigen, das lästige Wimmerl. So, wehe, Partner, wehe, du machst ihn nicht. Wehe, du tust deine Liebhaber nicht endlich mal den Schranken weisen. Das kannst du ja wohl. So, jetzt komm. Wenigstens konnte ich ihn rausnehmen. So, wenigstens den Full Clear habe ich gesichert. Hoffe ich mal. Hoffe ich mal. Aber ein Sieg ist definitiv jetzt nicht mehr möglich. Das muss ich jetzt leider sagen. Ein Sieg ist definitiv nicht mehr möglich. Halt. Das Einzige, was ich jetzt noch machen kann, ist mein Full Clear. Das ist mein Ziel. Das versuche ich. Aber ein Sieg, keine Chance mehr. Geht nicht mehr. Heieiei. Tun wir den anvisieren, komm.
Ja, das hatte ich gehofft, dass das nicht passiert. So, jetzt holen wir. Was war denn das jetzt hier? Nein. Das ist doch jetzt nicht euer fucking Ernst, oder? Ach nö. Spiel abgestürzt. Jetzt ist mir das Spiel auch noch abgestürzt. Verstehe ich nicht. Natürlich. Natürlich. Jetzt habe ich keine Chance mehr. Jetzt kann ich ihn nicht mehr besiegen. Jetzt kann ich kein Full Clear mehr machen. Kaiba ist jetzt wahrscheinlich raus. Zwecks einem verfickten... Entschuldigung. Zwecks diesen scheiß elendigen Systemabsturz. Keine Ahnung, was das war. Aber ich kann hier jetzt keinen Sieg mehr rausholen. Weil ich habe jetzt nämlich... Ich habe jetzt nämlich jetzt nur noch... Ja, weil die Negotiator ist nämlich weg. Die ist raus. Das macht keinen Spaß, sowas. Meine Separatisten sind nicht stark genug, dass sie ihnen gefährlich werden können. Ich habe noch nicht mal ein Schiff mit dazu. Na. Wieder mal in diesem Fall, weißt, ich habe einen Fail, das sehe ich ja noch ein, aber das hätte nicht passieren dürfen. Ja, schon verloren. Ja klar, weil er hat ja komplette Zugleiste, hat er komplett... Ja? Ja?
So, jetzt muss ich noch den erledigen. Full Clear zwar gesichert, aber das ist kein schönes Ergebnis. Nein, es ist nicht schön. Weil hier, diesen Kampf hier, hätte ich definitiv nicht verlieren müssen. Tja, Leute, Kaiba, jetzt nicht mehr. Ich mache mir da keine Hoffnungen mehr. Dass ich da noch Kaiba erreiche. Na, ich bin jetzt frustriert. Ich bin jetzt richtig frustriert. Weil ich habe mich jetzt richtig reingehängt. Aber dadurch, weil jetzt das Ding abgestürzt ist, muss ich ganz ehrlich sagen, nee. Sowas darf nicht passieren. Naja, egal. Ich kann es nicht ändern. Wenn man verliert, und es ist ehrlich, wie gegen General Anakin Skywalker, wo einfach ich Pech gehabt habe. Es war einfach Pech. Da sehe ich es ein. Aber das zweite hätte nicht passieren dürfen. Aber mein Gott. Das habe ich heute auch in der Arbeit, am gestrigen Tag in der Arbeit erlebt, da ging es auch drunter und drüber, da ging es richtig übel zur Sache, weil da auch ein Computerabsturz gegeben hat, die Server von einem Lieferdienst von Lieferando sind komplett down gegangen und deswegen hat es in der Arbeit richtig Stress gegeben, wenn die Server von Lieferando down gehen und jetzt kommt auch das zustande. Also ich sage euch eins, vielleicht hätte ich doch heute Abend streamen sollen, auch wenn der Fernseher im Hintergrund läuft. So Leute, ich bin raus. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Ich bin jetzt am Ende. Schluss, aus, Ende, Feierabend. Kaiba nicht mehr möglich. Ich glaube nicht mehr dran, dass ich das noch schaffe. Ich hätte zwei Siege. Vielleicht einen Sieg brauche ich auf jeden Fall noch. Dann habe ich drei. Ja, vielleicht mit viel Glück. Mit viel Glück. Wenn nochmal sowas passiert, bin ich raus. Dann ist es endgültig so. Aber vielleicht habe ich etwas Glück. Aber trotzdem, nee. Ah, naja. Leute, wenn es euch gefallen hat, trotzdem, auch durch diesen Scheiß-Fail, gibt es dem Video einen Daumen nach oben, ein Abo und die Glocke aktivieren. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Macht es gut, Servus. Und natürlich möge die Macht mit euch sein. Viel Spaß in der Grand Arena. Und ich hoffe mal, dass sowas nicht bei euch passiert. Also, macht es gut. Ciao, Servus.